Damit herzlich willkommen zurück zu Going Medieval. Hier sind wir nun und sehen, wir haben uns eine ganze Menge vorgenommen. Ich habe mir tatsächlich keinen Plan gemacht für heute. Das überrascht den einen oder anderen, höchstwahrscheinlich nicht so sehr. Ja, wir sind hier und ich habe so ein bisschen nachgedacht und ja, es tat ein bisschen weh, ich muss gestehen. Es war nicht ganz so angenehm. es tat natürlich nicht weh. Aber ich habe mir so gedacht, wir sind ja hier und wir bauen unser Layout, sag ich mal, wo wir leben wollen. Und im Endeffekt habe ich ja gesagt, ich möchte hier die einzelnen Arbeitsplätze haben. Das heißt, wir müssen uns mal daran machen, hier einen Weg zu machen. ja, das ist leichter gesagt als getan, beziehungsweise... Es ist eigentlich gar nicht so schwierig gemacht, weil wir können einfach dann hier sagen und hier ist dann unser Arbeitsraum. Wir machen mal so. Chronik wurde auf dem Lagerplatz zu Kompost. Das ist nicht gut. Das sollte nicht passieren. Oh, oh, oh. Es zersetzen sich in 3 Tagen, 4 Tagen, 12 Tagen. Okay. Egal. Das können wir schnell nachzeichnen. Es ist trotzdem nicht gut. Genau, wir könnten theoretisch einfach sagen, hier haben wir dann unsere wunderschönen Arbeitsräume. Finde ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt, so den Ansatz. Wir könnten die dann vergrößern, dass sie halt ein eigenes Lager bekommen, das werden wir dann sehen. Aber wenn ich jetzt sage, ja, das bitte einmal bauen, können sie natürlich machen. Das wird nur lange dauern. Deswegen sagen wir einfach mal, wir machen das mal hier ein bisschen kleiner. Obwohl den Hauptgang kommen, den lassen wir einfach mal so. Ich mache nur so, dass wir das einmal die große Halle abtrennen, dass sie uns das hier mal freischaufeln. Eigentlich wollte ich ja hier noch ein bisschen Zimmer freischaufeln. Ne? Das müsste ja auch mal irgendwann erledigt werden, damit unsere guten Kameraden auch ein kleines Zimmerchen bekommen. Ich schau gerade, wird das hier einstürzen? Wahrscheinlich, oder? Nee, das passt. Das passt, gut. Hier mit dem Aufräumen, da meinst du natürlich, wir könnten das mal so machen, dass wir hier Transport jemanden auf 1 haben. Ich sag mal, habe ich schon 1, 2? Wusste ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt gerade überrascht, dass ich da schon 3 auf 1 habe. Ich sag mal, Wallace lasse ich mal einfach auf 2 Bau pauschal. Damit er halt mehr oder weniger erstmal alles wegräumt, weil das hier... Wie du es schon richtig sagst, das räumen die normalerweise ins Lager. Und das werden die auch machen, sobald wir da Zeit haben. Das heißt, der sollte am nächsten Tag mehr oder weniger einfach alles zusammenräumen und so weiter. Genau. Ich werde mal eben kurz darauf verzichten, weil ich gerne die Häuser fertig hätte. Und zwar alle 3, alle 6 natürlich. Wir sind... 5 Leute, ja, vielleicht 1 mehr. Ja, komm, das bisschen können wir machen. Dann haben wir 6 Zimmer, die natürlich wahnsinnig hässlich sind, wie Henrik auch richtig bemerkt. Aber das sollten wir uns vielleicht mal gönnen. So, während wir warten, habe ich mich natürlich auch darauf hinweisen lassen. Ich habe euch Wallace gar nicht vorgestellt. Der einsame Gerber. Wallace wusste, wie man ein Fell mit den Hirn eines Tieres und mit der Alchemie, wie man ein Fell mit den Hirn eines Tieres und mit der Alchemie von Holzasche, Exkrementen und fauliger Rinde gerbt. Ohne Wallace hätte niemand Schuhe, Rüstungen oder Sättel. Aber er war wenig beliebt. Durch die Arbeit stank Wallace entsetzlich. Nachdem die Apokalypse vorüber war, hatte Wallace sich in der Stille der Tongruben und Kalkbrennereien mehr zu Hause gefühlt als in den Städten. Hier gab es Spuren von Menschlichkeit, aber nicht den Gestank oder die Verzweiflung. Wallace schlug ein geheimes Labyrinth in den Fels, was Erinnerung an die Kathedrale von Reims wachrief. Aha. Unser Wallace ist also auch ein guter Bergbaumensch. Wunderbar. Fertigkeiten. So, Bergbau hat er tatsächlich auf 12. Schneidern 26. Alles klar, Tätigkeiten, Wallace, Schneidern, da ist auch auf Gold, den machen wir auf 1. Heißt, wenn es was zu schneidern gibt, das schneidert unser guter Wallace.
Simon Forschung 23 ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber Forschung lassen wir erstmal nebenan. Ich glaube, wir haben mehr oder weniger alles, was ich gerne hätte, außer halt eine aufgeräumte Küche, damit die da mal ein bisschen was zu saufen bekommen. Aber ich glaube, das ist okay. Wallace, was trägst du? Achso, ja klar. Das ist natürlich viel, viel wichtiger. Obwohl, das weiß ich nicht genau, wie sehr das da... wie einfach das wäre, das nachzuprogrammieren. Simon ist Bergbau auf Stufe 20. Sehr gut. Das funktioniert jetzt? Nein, funktioniert natürlich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum ich da diesen Zacken liegen lassen muss. Das ist englische Produktion oder wie? Was machst du denn? Okay. Ja. Okay, Simon ist kräftig am Hacken. Henrik fängt an, ein bisschen Leben durch die Gegend zu tragen. Okay. Henrik? Nee. Eleonora. Oder habe ich gerade Henrik gesehen? Was ist sie denn? Okay. Hat ein bisschen danach gefüllt. Das ist natürlich schön. Also. Ja, ich bin übrigens ein bisschen überrascht, sag ich mal, dass tatsächlich so viele in den ersten paar Folgen eingeschaltet haben. Wenn ihr jetzt hier wieder da seid, ich frage mich ein bisschen, warum vierte, fünfte Folge nicht mehr ganz so häufig angeklickt wurde. Wenn ihr mir Tipps geben lässt, warum das da irgendwie dann ein bisschen eingebrochen ist, oder was heißt eingebrochen, ich habe ja nicht die wahnsinnigen Zahlen, aber wenn ihr wisst, warum ihr nicht mehr eingeschaltet habt, ihr jetzt gerade da seid, es ist ein bisschen theoretisch, aber du weißt, was ich meine. Sagt mir gerne Bescheid, wenn ich irgendetwas besser machen kann, anders machen kann, weil ich möchte mich ja auch immer verbessern oder zumindest mir die Möglichkeit geben, mich zu verbessern. Und dafür muss ich natürlich wissen, was ihr meint, was ich denn alles so falsch gemacht habe. Ganz doof gesagt. So, Wallace, ich hätte gerne, dass du das mal machst. Produktion priorisieren. Der hat natürlich hier jetzt ein bisschen aufgeräumt, finde ich sehr gut. Henrik macht das auch. Wallace möchte hier mal ein bisschen das machen. Eine Gruppe von Tieren ist aufgetaucht. 1 Kuh. Sehr gut. Wallace, kannst du das bitte einmal bauen? Meinst du, du schaffst das? Ich will mir die Kuh anschauen. Warum habe ich nicht draufgeklickt? So, ich muss mal kurz schauen, ob ich die finde. Da. Nee, ernsthaft? Nein. Okay. Ich weiß ja nicht, wie eine Kuh aussieht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber... Bist du eine Kuh? Nein. Was bist du? Was hast du so eilig? Doch, du bist eine Kuh. Kuh wild. Zähm. Mach. Wer war nochmal, hier? Eleonora, warte mal. Tierjagd, Zähm priorisieren. Komm. Das wäre so geil, wenn wir eine Kuh hätten. Ich weiß nicht genau, was wir damit anfangen, aber ich will die haben. Ich weiß gar nicht, wie weit die jetzt laufen muss dafür. Beschafft Bauressourcen, okay. Wo war die denn? Ach ja, genau, ich bin ja immer noch hier mit der unterwegs. Failed, ja komm, wir lassen das mal. Gezähmt 0%, weil das frisst, glaube ich, viel Zeit von der Eleonora, dass wir das machen. Ich denke, dass das nicht so klug ist. So. Wallace, hast du gebaut? Ne, natürlich nicht. Simon, kannst du das bauen? Baum ist Lungen. Die bauen natürlich jetzt hier alles. Das ist ja auch schön und gut und alles. Wallace, aber nur weil du verkackt hast. Ich weiß, du wolltest gerade ein bisschen essen, aber du musst mal noch ein bisschen hier was nachbauen. Was machen die eigentlich hier? Ach so. Hier haben wir unsere... Hier? Ah, wir haben ja das schon. Fermentieren. Was hauen die sich denn da in den Kopf? Grober Wein, okay. Fermentierter Fruchtsaft, geronnene Milch, okay. Das fermentierte Maische, auch lecker. So, Eleonora, kannst du bitte mir eine Wand bauen? Das wäre super knöfte, weil ich möchte da nämlich ein Bücherregal dranhängen. Schaffst du das? Hm?
Ja, danke schön. Haben wir das doch geschafft. Möbel und dann ein Bücherregal. Weil, ihr habt ja gesehen, die Chroniken verderben. Und das ist eine echt schlechte Sache. Eleonora, kannst du mir dieses Bücherregal mal bauen? Wo sind wir denn? Rennen, 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 rennen. Okay, wir lagern das Holz draußen im Außenlager. Oha. Ja, ich glaube, wir müssen einfach mal ein paar Tage abwarten, dass die Sachen so zusammengezogen werden. Und dass wir ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen unser Lager auch erweitern. Irgendwie habe ich das Gefühl, unser Lager ist zu klein. Haben wir da überhaupt eine normale Lagerfläche drin? Nee, ne? Okay. Sollte ich vielleicht einfach mal machen. Nur, ich weiß, es sieht hässlich aus und alles. Aber ich hätte hier gerne alles außer Nahrung. Und Prioritätenmittel. Und natürlich das Bücherregal haben wir da schon stehen. Sehr gut. Und was ich noch machen möchte, oder muss, kann man sich jetzt so überlegen. Kalkstein. What? Autospeichern, okay. Das haben wir nicht. Was wollte ich denn? Fermentierungsanlage? Nee. Doch, ich wollte ja eine Küche bauen. Und einen Schmelzofen, glaube ich, ne? Oder haben wir den Schmelz? Wir haben den Schmelzofen schon. Ich wollte einfach nur die Küche bauen. Okay. Das heißt, hier müssen wir aber einfach nur auf Ressourcen warten. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein, ne? So, Terminplan der Tätigkeiten. Schmelzen, weiß ich nicht. Schmieden? Schmieden wahrscheinlich, ne? Herstellung von Metallgegenständen. Schmiede, Rüstungsmachertisch und Schmelzofen. Wer kann das denn gut? Rob. Rob kann gut schmieden. Es tut mir leid, Rob, Sie wurden freiwillig gemeldet. Schlaf ist okay. Du haust dir jetzt mal ein bisschen was zu essen in den Kopf. Und dann möchte ich gerne, dass du, ja, komm, trink auch noch ein bisschen, alles gut. Toll, ich habe den unterbrochen. Okay, Rob wird diesen Tag nicht sehr schön finden. Und das sage ich jetzt schon mal. Vor allen Dingen, wenn du mal überlegst, wir sind hier unterirdisch. Ich weiß gar nicht, ich hätte das irgendwie. Ich fände das cool, wenn es so einen First-Person-Modus gibt, aber das finde ich bei so vielen Spielen. Hätte ich das so gerne, dass man irgendwo durch seine Sachen First-Person-mäßig durchlaufen könnte. Das wäre so toll. Aber nein, die meisten Spiele sagen, nein, du darfst nur so Spaß haben, wie wir das vorschlagen. Oh, guck mal. Die fangen da schon an zu bauen. Okay, finde ich auch nicht schlecht, wenn der Turm stehen würde, muss ich gestehen. Das könnte man natürlich machen. So, Eleonora. Wallace, kannst du noch mal? Kannst du noch mal? Produziert. Simon gräbt. Der gräbt natürlich da um sein Leben. Wallace muss nur mal ein paar neue Ziegel bauen. Wir müssen tatsächlich ein paar mehr mal haben. Bereits in Arbeit, okay. Haben wir jetzt die Eisenspäne, hätte ich fast gesagt. Wir müssen ja jetzt Eisenbarren haben, oder nicht? Metalle als Schmelzen, haben wir doch gerade eben gemacht. Ich würde einfach mal die Küche schon mal hinschätzen. Darf ich? Okay. So, einfach schon mal hinsetzen und gucken, was der macht. Also er sagt mir, ich hätte nicht genug Eisenbarren, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wir die haben. Ich weiß, es ist wahnsinnig klug, einfach davon auszugehen, dass man etwas hat. So, Lagererweiterung, klar. Und hier bin ich mir fast nicht sicher. Ich hatte erst vor, ihr seht ja, hier sind jetzt Vierer rein. Ich hatte erst vor, quasi hier dann Regale in die Mitte zu machen, aber wir können nicht alles auf Regalen lagern. Deswegen möchte ich vorschlagen, dass wir die Viererreihen tatsächlich einfach komplett als normales Lager benutzen. Zumindest vorerst. Also ich werde das später wieder so machen. Wir haben dann hier eine Schneiderei. Das heißt, hier machen wir dann eine Doppeltür und hier hinter ein Lager, wo wir dann Rüstungen haben. Hier dann, was weiß ich, Schmiede und wieder ein Rüstungslager oder ein Waffenlager, wie auch immer. Du weißt, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Finde ich eigentlich ganz cool. Damit zumindest die Zutaten. Was machen wir da eigentlich? Egal. Damit zumindest die. Weißt du Bescheid? Die fertig gemachten Sachen schneller fertig sind.
So, genau. Dann bereite ich das hier quasi einmal schon mal vor. Hier mit dem Weg, keine Ahnung. Ja, das ist so, das ist wirklich, wirklich RimWorld, was ich hier spiele. Das ist total bescheuert. So, Rob schreibt. Kannst du das hier? Achso, das schmilzt. Okay. Da müssen wir ein bisschen drauf warten. Alles klar. Eleonora, was machst du denn so? Ich weiß, ich fixiere mich immer irgendwie auf eine und guck dann, was die so machen. Simon kümmert sich um unser Lager, was ist eigentlich auch nicht so schlecht ist. Aber Simon, ich hätte gerne, dass du dieses Dingi noch mal kurz abballerst. Dann könnten wir nämlich zumindest schon mal ja, zwei Betten hier bauen. Möbel, hölzernes Bett. Ich glaube, ich mache tatsächlich mal ein bisschen Chaos hier rein, weißt du? Dass nicht jedes Zimmer gleich aussieht. Habe ich letztes Mal auch versucht und bin, glaube ich, gnadenlos gescheitert, wenn ich mich nicht recht entsinne. So. Genau. Wallace betet, damit er die Kraft findet. Am nächsten Tag. Was ist das denn? Hä? Was sind das für Linien? Ist das Sonne? Nee, das, doch, das muss, glaube ich, Sonne sein, dass es hier durchflackert. Siehst du, das ist dieselbe Frequenz. Okay, interessant. Finde ich gut. Ich liebe es, wenn ich Bugs finde. Also ist ja noch nicht mal ein Bug, ist eher. Ist das ein Bug oder ein Glitch? Um mal technisch zu werden. Ein Bug-Glitch, keine Ahnung. Ich mag sowas. So, genau, also ihr hattet ja auch gesagt, von wegen der Eingang erinnert euch so ein bisschen an die alte Mine in Gothic. Ja, finde ich auch. Ein bisschen tatsächlich. Also jetzt nicht unbedingt, wo ich sage, ja, das ist zwingend genau so. Ein bisschen, aber da komme ich wohl klar. Kann ich hier? Nein, Mist. Ich hatte nämlich die Idee, weil hier, das sah so ein bisschen beinahe fruchtbar aus. Ich hatte die Idee, dass wir das quasi absperren, aber das hilft dann nicht. Was man machen könnte, und das müssten wir dann überlegen, wie wir das denn hinkriegen, dass wir hier theoretisch, aber eigentlich, also dass wir hier halt Mauern bauen, weißt du, dass wir das so ein bisschen einzäunen, aber ich glaube, das braucht gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, wieso zähmst du die hier immer noch? Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie gut das wird. Also mit dem Verteidigen, weißt du? Weil wenn die Gegner von hier oben kommen, weiß ich nicht, ob wir. Haben wir einen Vorteil dadurch, dass wir weiter oben stehen? Oder werden die quasi hier so runterlaufen, um sich dann hier. Ne, die werden. Warte mal. Mache ich gerade einen Fehler? Mit dem Überhang. Wenn ich hier Türen habe, also einen zurück. Dann werden die hier vorstehen und die sind dann geschützt vom Turm aus nicht zu sehen. Das heißt, wir müssen die Türen hierhin machen, dann können wir die nämlich von da oben abschießen. Müsste passen, ne? So, ja, das ist kein Problem. Nicht, dass ich einen groben Fehler mache. Also nicht gröber als sonst, weißt du? So. Genau, was ich noch machen wollte, und das habe ich mich letztes Mal nicht getraut, ist im Prinzip, oder was heißt nicht getraut, ist im Prinzip, wir müssen hier so einen Zugang machen. Und ich glaube, den hätte ich lieber in der, also da, dass wir dann nämlich hier da eine Treppe reinbauen, dass die hier direkt hoch können und zack. Und hier können wir dann, was weiß ich, Waffen, Schränke oder vielleicht den Tisch. Den coolen, den ich letztes Mal so reichlich benutzt habe. Kräuter wurde zu Kompost. Wir müssten vielleicht mal. Da muss ein bisschen vorangehen, weil das Lager ist natürlich. Warte mal, Material. Rohmaterial und zwar. Ja, das alles möchte ich hier nicht haben. Henrik, ich habe das gesehen. Henrik, du weißt bitte erstmal das. Ich weiß, oh, das ist eine ganze Menge, den die hier schon hingelegt haben. Eieiei. Den will ich da nicht haben. Den will ich ja auch nicht unbedingt hier haben. Wir müssten vielleicht mal schauen, gerade, also, dass wir halt ein Steinmetz
Haus haben. Oh, das wird die Leute so ewig in... Das ist das Problem. Ich glaube, deswegen Baum ist Lungen. Ernsthaft, mit Eisen? Eleonora, Fräulein. Wir haben doch ein Gespräch. Hä? Simon? Warum? Also jetzt mal ernsthaft. Wie hat der das geschafft, dass unter der Mauer... Naja, egal. Ich will's wissen, aber irgendwie will ich es auch nicht wissen. Ist okay. Das soll er gemacht haben. Ist okay. Ja. Ja, und sonst ist eigentlich erstmal Business as usual. Ich habe gerade eben, nur damit ihr wisst, warum das gleich passiert, ich habe gerade eben gedacht, oh, das ist lange nichts Unvorhergesehenes mal passiert. ja, es wird definitiv dann gleich soweit sein. Wie sieht das mit der Forschung aus? Wir haben noch 7 verfügbar. Das bringt mir nichts. Wurden denn schon Bücher hier rübergetragen? Ja. 75. Das heißt, theoretisch brauchen wir noch ein Bücherregal mehr. Nein, ich brauche mal noch 2 Bücherregale mehr. Wieso suche ich das halt nicht jedes Mal? Egal. Wir machen hier nochmal... Ich wollte eh bei allen jeweils 2, nur ich kann es natürlich hier bauen. Ich weiß nur nicht, ob der das bauen wird. Ich weiß gar nicht. Ich setze hier einfach mal an und gucken, was passiert. Okay. Eleonora, ich gönn dir. Wallace, was ist das? Was war das? Was war das? Was war das für ein Symbol? War das von wegen, ja, Ressourcen zerstört? Ja, ne? Das wird es gewesen sein, denke ich mal. So, Simon, ich weiß, das fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an, dass er da durch diesen tollen Boden durchballern muss, aber so ist das halt, ne? Wir haben ein bisschen doof gedacht. Simon, Stufe 21 bei Bergbau. Sehr schön. So, was haben wir da? Leben, ne? Ja. Hör mal. Ah, ne, doch nicht. Der hat ihn, oder? Hat er? Oh. Der hat es geschafft, an den Pflastersteinen vorbei diesen ganzen Kubus an Erde abzubauen. Das muss er erstmal machen. Aber was wir auch machen müssen, eingelegtes Gemüse brauchen wir nicht. Animal Feed. 10 Heu, 25 Animal Feed. Was haben wir denn für einen Return hier? 10,25. Okay, alles klar. Das heißt, wir machen dann hier einfach Animal... Ach, eingelegtes Gemüse funktioniert natürlich super. Mahlzeit, üppige Mahlzeit und Animal Feed. Üppige Mahlzeit bitte einmal bis folgendes, dass wir immer 5 davon da haben, wenn wir denn welche haben, weil da brauchen wir Kräuter für. Und 12 Kochmaterial. Bis folgendes, wir möchten immer 50 Mahlzeiten da haben und Animal Feed hätte ich gerne... Weiß ich nicht, irgendwie 20 immer im Hinterkopf. Das heißt, wenn das unter 20 ist, machen die. Und da brauchen wir 20 Gemüse für. Und 10 Heu. Okay. Okay. Alles klar. Kriegen wir hin. Denke ich mal. Simon, könntest du vielleicht einfach mal ein bisschen klüger hier bauen? Komm. Du weißt doch, wie das geht. Also völliges Chaos. Also ich verstehe, was du jetzt meinst mit der Wegfindung, dass die teilweise ein bisschen merkwürdig ist. Und dann mache ich das bei einem Projekt, wo die Wegfindung eigentlich extrem wichtig ist. Deswegen hätte ich gerne so ein Priorisier-Pfeil, mehr oder weniger. Weißt du, so wie bei... Oh, das Holz hat er noch nicht gebaut. Okay, wie heißt das nochmal? Prison Architect. Da kann man nämlich sagen, ja, priorisiere einfach das so pauschal, weißt du? Man schmeißt einfach so ein Prio-Band auf die Leute und sagt, oder auf eine Baustelle und sagt, das hätte ich gerne, mach mal. Und das wäre irgendwie ganz cool. Wallace, du bist wieder am Beten, ich sehe das doch genau. Sobald du damit fertig bist... Junge, ist ja lange am Beten. So, Produktion bitte. Ich habe geschaut, bis das hier einmal hochploppt. 85% bin ich okay. Vermissend, 40%, okay. So, dass er dann nämlich da mal wieder ein bisschen Zutaten baut, weil ich hätte gerne, das hier ist jetzt im Moment 80%.
Buttercup the Seagull has given birth to Griff. Ui. Buttercup. So, Griff. Apropos. Ziege M domestiziert. Ich muss mal eben kurz schauen. Wir haben ein Jahr, 38 Tage männlich. Und Steven ist auch da. Das heißt, wir könnten theoretisch Guffy uns mal anschauen, ob Guffy eventuell ein bisschen, bisschen geschlachtet wird. Könnten wir uns mal anschauen. Müssen wir jetzt noch nicht. Lassen wir auch erstmal noch da. Aber behalten wir im Hinterkopf, ne? Guffy, ich hab dich im Blick. Was ist das denn? Das liegt hier einfach rum, oder was? Wallace? Transportier das mal. Du hast doch eine Aufgabe, Wallace. Eine Aufgabe. Und das liegt da und verdorrt. Oh je. Oh, die sind so süß. Ta. Okay, Wallace hat nicht nur eine Aufgabe. Der muss natürlich auch alles schneidern, was wir haben. Wallace, kannst du das bitte auch tragen? Warte mal, Wallace. Das bitte. Ach, Henrik ist schon unterwegs. Okay. Ja, dann. Da sind wir am Kochen. Das ist natürlich super. 10 Eintopfhaufen. Er liegt auf dem Boden. Zersetzt sich in 3 Tagen wegen Bodentyp und Temperatur. Wallace. Transportiert. Hä, wie viel denn? Nur 4? Was ist das denn für eine Return of Interest? Roter Johannisbeerkuchen? Habe ich das auch gesagt? Nee, das ist eine der Mahlzeiten einfach, ne? Henrik gönnt sich. Cool. Gefällt mir. Simon und Eleonora sind hart am Schuften. Wir können theoretisch, wenn Wallace... Kannst du bitte den hier mal wegnehmen? Ja, danke sehr. Dann können wir uns nämlich mal darum schaffen, dass wir noch ein nächstes Bettchen hier hinstellen. Wallace, kannst du mal das da... Nein. Nein. Mando. Das ist alles nicht so einfach. Wallace, trag das mal bitte weg. Unterhaltung genießen, hast du das gesehen? Der sitzt irgendwo, schaukelt sich die Eier und wir sitzen hier und wissen nicht, wo wir unser Bett hinstellen müssen, weil unser Leben im Weg ist. Klar. Wallace, 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 was soll nur aus dir werden? Und außerdem, was ist mit dem Lager los? Völliges Overflow-Lager. Was wir auch machen könnten, theoretisch, ist ein Lager... hallo? Standard-Lagerplatz, bitte. Einmal so einfach in lang... Das ist okay. Dann hier das hier einmal kopieren, bitte. Weil ich möchte dieses Lager eigentlich auflösen. Das wird das, wie kann ich das? So, zack. Und dann könnten wir uns nämlich hier, also hier haben wir natürlich auch Kalkstein und alles. Das ist alles mechanische Komponenten. Achso, ja, hier ist natürlich auch niedrig. Das möchte ich gerne auf sehr hoch machen. Und hier haben wir nur... Ah, da ist es. Ich wusste es doch, dass das noch kommt. Osbert konnte nicht sprechen, als er eintraf. Er war gefoltert worden und trug viele blaue Flecken und Narben. Du vermutest, dass die Ketzer der Rose dahinter stecken, denn Osbert machte das Zeichen der Hörner. Willst du diesem Flüchtling Unterschlupf gewähren? Das Chaos könnte ihm dicht auf den Fersen sein. Also, ein beredter Koch. Um ehrlich zu... Oh, ein entwurzelter Vogt. Aha. Ein beredter Koch. 24 Jahre, 60 Kilo, 181 Zentimeter lang. Kann ein bisschen Zimmerhandwerk, was auch nicht schlecht ist, und ein Nahkämpfer. Wir haben einen Bogenschützen, 4 Marodeure, die auf uns zukommen. Ich denke, das können wir schaffen. Ich denke, wir werden höchstwahrscheinlich Verletzte davon tragen, weil wir noch keine gute Verteidigung haben, aber das machen wir. Ich hätte gerne nämlich Osbert... auch noch dabei. Eine Hand mehr, die uns zur Seite steht. So, ein Suchtruf tritt ein. Wir haben einen Tag übrig. Osbert ist... Wieso hat er sich nicht nach unten sortiert? Mann, 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 Mann. Siehste, ist kaum da und fängt schon an, Stress zu machen. Also, Osbert, den haben wir, den entwurzelten Vogt. Der Aufstieg vom demütigen Leibeigenen brachte Osbert einen begehrten Platz am Tisch seines Herrn ein.
Doch die Aufsicht über die Mitarbeiter war eine undankbare Aufgabe. Wenn man so viel zu verwalten hat, warum sollte man nicht ein wenig für sich selbst abzweigen? Osbert fühlte sich dazu durchaus berechtigt. Als die Welt sich veränderte, verzweifelte Osbert. Die Dorfbewohner sterben zu sehen, war schlimm. Die Schafe von Althorp sterben zu sehen, war katastrophal. Osbert tat sein Bestes, um ihr Leiden zu lindern. Er schlitzte ihnen beim geringsten Anzeichen der Infektion die Kehle auf. Ohne Vieh und ohne Lebensgrundlage floh Osbert. Botanik plus 12, auch sehr gut. Aber was wir da machen müssen, erstmal Tätigkeiten. Rob, ich muss dich leider mal einmal wecken gleich, sobald Osbert sich ein Bett gesucht hat. So, Osbert. Ja, ich weiß, dir geht's nicht so gut. Und Rob, bitte einmal Osbert ein bisschen pflegen, würde ich sagen, ne? Der sieht so ein bisschen schlecht aus. Und dann haben wir nämlich die ersten 6 schon fertig. Das geht schneller als letzte Mal, weil dieses Mal, ich weiß nicht, ob ich mir zu viel aufbürste oder zu viel zumute. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das können wir schaffen. Ich bin da gelinde. Oh. Oh, guck mal, wen wir in der Küche haben. Oh ja, klar. Hau ab. Ich bin gelinde gesagt teilweise ein wenig zuversichtlich. Um das mal ganz exakt auszuformulieren. So. Ich überlege gerade, wie man das noch ein bisschen geschickter machen kann mit der Verteidigung. Aber irgendwie, da fällt mir nichts ein. Also wir könnten hier eine Mauer bauen mit einem Türchen. Weißt du, einmal so, dass wir quasi auf der Höhe hier eine Mauer mit einem Turm. Und genau das gleiche, wenn der Turm steht, hier dann eine Mauer mit einem Turm. Oder vielleicht sogar in die Richtung, dass wir hier noch einen großen Platz haben. Ich wüsste nicht, wofür wir den Platz brauchen oder benutzen wollen. Schöner wäre natürlich, wenn der Dingens wäre. Ja. Wie nennt man das? Fruchtbar wäre, aber egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen nämlich, der Timer sagt mal wieder, es ist Zeit. Und ja, bis dahin einfach vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.